Gleich Disneys kurze Pause. Wann sind die vielleicht albern? Und danach Disneys Aladdin bei Kabel 1. Es hat funktioniert, Genie. Volle Kraft voraus mit euren Lieblingshelden. Alles Gute kommt von oben. Spider-Man. X-Men. Die Fantastischen. Wow. Demon King. Wer sagt's denn? Jetix. Immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. Du strickst einen Schal? Einen leckeren Kaugummischal mit Apfelkirsch-Zitrone-Geschmack. Dann kann man unterwegs vom Schal abbeißen. Und wenn man den ganz gekaut hat, soll man dann frieren? Nö, dann sollte man wieder zu Hause sein. Jetzt mit Apfelkirsch-Zitrone-Geschmack. Wubba, wubba. Mega-Fan mit... Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. CJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disneys kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. Zurück. Ich hab doch nur gesagt, du hast Augen wie eine Kuh, weil ich finde, dass Kühe sehr schöne Augen haben. Ich liebe Kuhaugen. Julia! Mist! Flipper, wie schaffst du das bloß jedes Mal? Egal, was du machst, es endet in einer Katastrophe. Mo, streun dich auch noch unten in das Salz. Nee, es ging irgendwie anders. Du weißt schon. Also manchmal, wenn ich dir so zuschaue, frage ich mich wirklich, von wem du das hast. Wie, wenn du mir zuschaust? Wieso schaust du mir zu? Mo, beobachtest du mich etwa? Keine Panik, besonders lange hält das eh nicht aus. Das ist nämlich kein besonders schöner Anblick. Ach Mo, ich versteh's ja selbst nicht. Ganz egal, was ich mache, es geht schief. Sogar dann, wenn ich genau das Gleiche mache, was andere machen. Es klappt nie. Das hört bestimmt irgendwann auf, wenn du erwachsen bist oder so. Willst du auch was essen? Ja, warte, ich mach das selbst. Hey, wieso geht denn das Ding jetzt nicht mehr? Flipper, lass mich lieber, sonst gibt's wieder Chaos. Nee, lass das nicht. Philipp, sofort zum Direktor. Diesmal in Begleitung deines Vaters. Von wem hat er das bloß? Also Philipp, du bist heute schon wieder hier. Langsam werden unsere kleinen Treffen wohl zur Gewohnheit. Ganz ehrlich, Herr Direktor, diesmal war es wirklich nicht meine Schuld. Der Snackautomat muss irgendwie kaputt sein. Wohin ging er noch? Ich würde doch wirklich nie im Leben, also... Spar dir deine Ausreden, Philipp. Ich frage mich wirklich langsam, von wem du das hast. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Müller. Philipp Senior, grüß dich, mein Junge. Ich bin der Papa. Ja, bitte entschuldigen Sie meine Verspätung, aber meine Straßenbahn hatte leider einen Platten. Ihre Straßenbahn hatte... Egal. Herr Müller, Ihr Sohn hat den Snackautomaten unserer Schule durch unsachgemäße Bedienung zerstört. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Direktor, aber das hört sich ja alles ganz furchtbar an. Haben Sie aber nicht vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass der Automat einfach so kaputt gegangen sein könnte? Genau in dem Augenblick, als mein Sohn, also der Philipp Junior hier, der könnte niemals in seinem Leben... Herr Müller, ich muss schon sagen, dieses Treffen mit Ihnen ist sehr aufschlussreich. Ah ja? Ja, das ist ja sehr schön, das freut mich. Dann können wir jetzt ja wieder gehen, nicht wahr? Und nicht noch mehr Wunden ins Salz streuen. Nee, das ging irgendwie anders. Sie verstehen? Salz in die Wunden streuen, wollten Sie wohl sagen? Ja. Richtig. Ah, die Frau Mama, ja, das ist eine ganz reizende ältere Dame. Das ist meine Frau. Ach ja? Oh ja, Ihre Frau ist ja auch ganz reizend. Bitte grüßen Sie mir Ihre Frau Gemahlin. Sie sieht Ihrer Mutter ja sehr zum Verwechseln. Aber ich glaube, wir gehen jetzt besser. Nein, ich möchte noch ein bisschen bleiben. Warte doch mal. Siehst du, Junior, das war doch alles ganz einfach. Man muss im Leben einfach nur die Wahrheit sagen und schon lösen sich alle Probleme wie von selbst. Ah, das ist also deine Schule hier, ja? Hm? Soll ich dir meine Klassenkameraden vorstellen? Ja. Moment mal, das riecht hier aber plötzlich so komisch. Ach, das ist sicher Mo, mein bester Kumpel. Hey, Flipper, was geht? Hi. Mann, der Typ daneben, der sieht ja schwer nach Erzeuger aus. Was hat er gerade gesagt? Ja, also er freut sich, dich kennenzulernen. Du, Papa, das ist dein Miss Julia, die mag ich ja ganz gerne. Sie ist das hübscheste Mädchen an der ganzen Schule. Julia, kommst du mal? Das ist mein Papa. Guten Tag, ich bin Julia. Julia, das ist aber ein hübscher Name. Ja, vielen Dank, ich weiß. Und du hast ja auch so schöne, große, dunkle Augen. Die sehen fast so aus wie die von...
von einer Kuh. Was? Das ist ja wohl Unverschämtheit. Jetzt weiß ich wenigstens, von wem du das hast, Philipp. Was hat sie denn? Schon okay, Papa. Sie mag einfach keine Kühe. Ja, aber Kühe haben doch ganz schöne Augen. Ich weiß, Papa, ich weiß. Weißt du, Junior, Frauen wollen starke Männer, unabhängige Männer, Männer, die wissen, wo es lang geht. Ja, schau mich an. Aber wenn sie merken, dass du ein Weichei bist, ja, dann nutzen sie dich aus. Komm an dir nicht rum, das ist gar nicht gut. Nimm dir ruhig ein Beispiel an mir. Stimmt, Papa, an dem Punkt habe ich echt gar nichts von dir geerbt. Müller hier? Ja. Nein, ich bin noch in der Schule. Was? Zu spät? Ja, komme sofort. Ja, natürlich. Ja, das kann ich ja dann noch besorgen. Ja, das Auto kommt in die Waschstraße. Natürlich, ja. Was? 5 Minuten. War das dein Chef? Nein, das war Mama. Oh Mist, dann musst du dich beeilen. Das darfst du am Samstag nicht zum Fußball. Ja. Willst du noch was zum Trinken, Papa? Ja, gerne. Ach, ist das der Automat, um den es geht? Ja, pass auf, der geht so. Mhm. Soll ich dir auch was rausholen? Nee, lass mal, das mach ich schon selber. So. Warum geht das Ding jetzt plötzlich nicht mehr? Nee, lass mal, sonst gibt's wieder Chaos. Nein, lass mich doch mal hier. Diesmal in Begleitung ihres Sohnes. Irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Ach, siehst du, Papa, war doch gar nicht so schwer. Man muss im Leben einfach nur die Wahrheit sagen und schon lösen sich die Probleme wie von selbst. Ja, Junior, ich bin sowas von stolz auf dich. Er hat viel von mir gelernt. Nur den Scherz am Ende hättest du weglassen können. Das war kein Scherz. Ich hab doch nur gesagt, oh, was für ein hübscher junger Mann auf dem Foto. Waren Sie das vor 60 Jahren, hast du gefragt? Vor 60 Jahren? Also wirklich, Papa? Aber ich konnte doch nicht wissen, dass das ein aktuelles Foto ist und dann noch von seiner Tochter. Ja, also wenigstens haben wir zwei heute eine ganze Menge gelernt, stimmt's? Was denn, dass man auf gar keinen Fall irgendwas über die Familienfotos vom Direktor sagen soll? Nein, Junior, wir haben gelernt, dass man aus seinen Fehlern lernen muss. Das musst du dir immer vor Augen halten. Papa, denkst du auch, was ich denke? No. Klar, Junior, denke ich das. Und los! Ich bin der Papa. Ja, Sie müssen meine Enkel. Das war so schön. Wollen die auch noch Rücken in der Zeit? Nee, das ging irgendwie anders. Julia! Flippe!